Das hier ist Albert, der kleine Ceratosaurus. Dieser ist gerade mitten in der Nacht unterwegs auf der neuen Karte Gateway. Oh Gott. Okay. Hey, ich bin noch nicht so weit. Oh Gott. Okay. Das war Albert. Ja, wir starten natürlich nochmal. Mann, 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 wie frech. Hat er mich einfach hier überrascht, während ich meine Anmod gemacht habe. Das ist das erste Mal, dass ich Gateway spiele. Ich habe jetzt irgendwie 3 Stunden oder so gebraucht, um auf den Server zu kommen. Und ich freue mich gerade sehr. Es ist halt leider gerade in der Nacht, deswegen sehen wir noch nicht so viel. Aber ich hoffe einfach mal, dass wir ein bisschen länger überleben werden. Oh Gott. Schon wieder wurde ich getötet. Von einem Theno. Das geht ja gut los hier. Ich werde jetzt aber mal einfach in diesen neuen Bereich da gehen. Vielleicht finden wir da ja was. Das ist schlecht. Was ist das denn jetzt? Das ist doch auch wieder AI oder so, oder? Oh Gott. Warum? Als ob. Ich weiß nicht, ob ich den abhängen kann, sage ich euch ehrlich. Das ist aber safe doch kein Spieler, oder? So straight, wie der mich verfolgt hier in diesem hohen Gras. Okay. Ich werde halt einfach wieder drauf gehen. Hey, wie krass ist denn das? Oh, hier ist ein Abgrund. Ich weiß nicht, ob ich hier runterkomme. Ist natürlich jetzt schlecht. Hier ist wohl was runtergefallen. Soll ich es probieren? Na, okay. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt nochmal richtig an. Das war ja wirklich eine harte Nacht. Ich glaube, so einen schweren Einstieg hatte ich noch nie. Aber wir sind hier als Ceratosaurus auf der neuen Karte Gateway. Ich sehe es gerade auch das erste Mal am Tag. Es ist nämlich gerade erst hell geworden. Aber der erste Eindruck ist schon mal echt gut. Performance ist super. Der Ping ist ein bisschen hoch, aber die Server sind auch super ausgelastet. Aber es sieht auch optisch echt schön aus. Wir werden bestimmt gleich noch ein bisschen mehr sehen von der Karte. Ich will jetzt natürlich erstmal versuchen, unsere Diät hochzukriegen. Ich glaube, hier sind halt viele AI-Tiere unterwegs, die uns töten wollen. Gehen wir zu den Knochen. Ich glaube, das ist das Beste für uns. Es gibt hier auf der Karte halt super viele Höhenunterschiede. Oh nein, da wollte ich nicht abrutschen. Oh, ich lebe. Okay, wir haben gar keine Lebensanzeige. Warum auch immer. Die Beine sind durch. Ich glaube, es gibt einfach keine Lebensanzeige mehr. Ich glaube, es gibt nur noch diesen roten Rand da. Ich ruhe mich mal kurz aus und dann gehen wir noch weiter runter. Wäre halt ganz cool, wenn wir es da runter schaffen, weil ich glaube, da liegt halt der Knochen. Wahrscheinlich werden wir uns jetzt nochmal die Haxen brechen. Und wir leben. Aber wieder Beinbruch. Aber wir schaffen es hier runter, glaube ich. Ich sehe es mal positiv. Ich meine, wir müssen eh warten. Wir müssen ja wachsen, ein bisschen Zeit verbringen. Der Magen ist voll, wir haben genug zu trinken. Das heißt, das ist gerade gar nicht so schlimm. Und das ist ja auch gerade ein Safe Spot. Also ich glaube, hier kann uns niemand angreifen. Würde ich sagen, erholen wir uns jetzt noch mal ein bisschen und dann geht's weiter. Ich habe jetzt einfach fast den ganzen Tag hier nur auf den Felsen verbracht, um zu heilen. Es ist schon wieder 12 Uhr, also der halbe Tag ist schon rum. Die Beine sind immer noch gebrochen. Ich werde jetzt aber versuchen, da runterzukommen. Weil ich kann mir vorstellen, dass wir uns eh wieder da unten die Beine brechen. Aber da sind auch Knochen. Also vielleicht schaffen wir es. Dann können wir uns wenigstens voll futtern, wenn das die Knochen groß genug sind. So, dass unsere Diät halt aufgefüllt wird. Ich glaube, das sind ganz kleine Knochen, das ist schlecht. Ja, das war nichts. Das war überhaupt nicht worth it. Ach, so ein Mist. Ja, wir gehen dann einfach mal den Fluss gleich entlang, aber ich muss nochmal eben zu Ende healen. Immerhin haben wir es runtergeschafft, also ich bin da ganz froh drüber. Wir sind jetzt auch hier in so einem richtig krassen Canyon.
Sieht schon echt cool aus. Mal, hier wäre auch ein Knochen. Ich glaube, der ist da drüben. Dann schwimme ich mal rüber. Übrigens, wenn das manchmal so ein bisschen laggt, also wenn ich so zurückgelaggt werde, das ist der Ping. Das ist einfach, weil die Server sehr überlastet sind. Oh, das wäre jetzt so gut, wenn wir unsere Diäten vollkriegen, damit wir schneller wachsen. Aber dafür brauchen wir halt einfach mal ein größeres Skelett. Oh, das sieht aber so krass hier aus, weil es hier so viele coole Höhenunterschiede gibt. Überall diese riesen Klippen. Oh, das ist wieder kein großes Skelett. Das wird, glaube ich, nicht reichen, um unsere Diät aufzufüllen. Ne, nicht mal ansatzweise. Das ist echt schon wieder blöd mit den Diäten. Dann gehe ich einfach jetzt mal dahin. Da können wir uns, glaube ich, ein bisschen besser auffüllen. Ich glaube, hier ist noch ein anderer Cerato. Lass uns doch anfreunden. Hi. Ah, cool. Jetzt haben wir wenigstens einen Freund gefunden. Das ist ganz nice. Der frisst sich hier auch gerade voll. Ah, hier ist ein Schlammloch. Der Schlamm wird, glaube ich, jetzt auch nicht mehr abgewaschen, außer man schwimmt durchs Wasser. Das heißt, man kann ihn dann auch in der Nacht als Tarnung benutzen. Finde ich sehr, sehr gut. Weil der war immer so schnell weg. Hier muss irgendwas zu essen sein oder so. Na, guck mal, jetzt kann ich das wieder abwaschen. Im Wasser. Dann wird man wieder sauber. Das ist echt cool. Coole Neuerung. Aber ich will natürlich dreckig bleiben. Das ist mal viel besser getarnt. Ja, sehr gut. Ich hoffe, er folgt mir einfach. Es wäre cool, wenn wir halt das Essen noch finden, damit wir schneller wachsen. Diese Höhenunterschiede gefallen mir richtig, richtig gut. Aber das macht es halt auch komplizierter und schwieriger. Wenn man irgendwo hin möchte, dann muss man halt immer erstmal den richtigen Weg finden, wo man halt runter und hochkommt. Ihr habt ja gerade gesehen, wie lange das bei mir gedauert hat mit zweimal Knochenbrechen und alles. Und fast sterben. Okay, jetzt sind wir in einem ganz anderen Biom hier gelandet. Sieht aber auch cool aus. Hier sind wir echt gut getarnt. Mit dem Schlamm. Man sieht uns fast gar nicht im Gras. Da sind diese riesen Gebäude. Oh, ich glaube, hier gibt es so viel zu erkunden. Leider konnte man den Pteranodon nicht auswählen. Den wollte ich eigentlich als erstes spielen, um einfach erstmal die Karte zu erkunden. Oh, guck mal, jetzt ist dieses Symbol größer geworden da oben. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie ein interessanter Bereich für uns. Also hier müssen wir jetzt, glaube ich, suchen. Ich weiß aber nicht, was man hier dann genau findet. Ich werde jetzt einfach zu dem S gehen, weil das brauchen wir. Ich glaube, da ist mein Mate auch gerade. Aber das könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren erklären, wie das genau ist mit diesem Migration System. Das habe ich noch nicht so gecheckt. Oh, da ist ein Gully. Es sind mehrere Gullies. Oh nee. Ich möchte jetzt eigentlich keinen Ärger mit denen. Bin noch sehr angeschlagen. Ich fasse jetzt erstmal meine Diät hier voll, wenn das geht. Sieht aber schon echt cool hier aus. Auch mit dem Nebel da im Hintergrund. Ich glaube, hier gibt es halt richtig viele verschiedene Biome.
Und der Schlamm ist halt immer noch drauf. Das ist super praktisch. Ich bin echt gut getarnt. Bin einfach eins mit dem Boden. Es bleibt halt so lange so, bis ich ins Wasser gehe. Na, ich gehe mal wieder zu Mats. Nicht, dass der wegläuft. Oh, guck mal. Da ist noch was Kleines. Und ein Tenno. Sehr friedlich. Ich hoffe's. Ich habe keine Ahnung. Das könnte halt wieder ein AI sein. Der verhält sich total komisch. Blutet auch. Das ist doch kein Spieler, oder? Ja, es ist safe kein Spieler. Okay, er ist down. Aber hat sich auch nicht wirklich gewehrt. Ja, hier könnten wir halt jetzt die Organe rausholen. Oh, was ist das denn? Ein Vogel. Oha. Ist auch neu, oder? Kriege ich den dann aus der Luft, wenn er mich... Oh Gott. Metz, es tut mir leid, aber ich werde dich im Stich lassen. Der war größer als wir. Das sind Tenos. Ich möchte nicht sterben, Metz. Es tut mir wirklich leid. Ich bin schon zu viel gestorben heute. Das ist aber echt gerade ein schöner Sonnenuntergang. Traumhaft schön, die neue Map. Zumindest mein Ersteindruck. Ich habe ja noch nicht viel gesehen. Aber das, was ich gesehen habe, gefällt mir richtig, richtig gut. Oh, wir sehen richtig brutal aus. Voller Schlamm und Blut. Killermaschine. Oh, ich glaube, es fängt an zu regnen. Ja, der Schlamm geht auch weg. Das heißt, wir haben jetzt auch Wetter im Spiel. Richtig gut. Ja, die Geräuschkulisse gefällt mir richtig gut von dem Regen. Aber ich sehe gar keine Regentropfen, was liegt bestimmt daran, dass es so dunkel ist. Wobei, wenn man hier auf den Stein guckt, sieht man das, wie das da so auftröpfelt, so ganz leicht. Ja, ohne Nachtsicht sehe ich einfach nichts. Komplette Dunkelheit. Na, wir gehen einfach mal weiter. Weg von diesem Bereich, wo so viel los ist. Oh, da kommt ein Gully. Ich hoffe, der macht nichts. Ich weiß halt auch nicht, ob das wieder AI ist oder ob das... Keine Ahnung. Ich habe jetzt aber gerade keine Zeit zu jagen. Muss halt zum Trinken. Sonst hätte ich jetzt einen Angriff gemacht. Na, die Sonne geht langsam wieder auf und wir gehen gerade hier durch so eine Felsschlucht. Unser Trinken ist halt sehr, sehr niedrig, aber es ist echt schwer... zu irgendwelchen Bereichen zu kommen, wegen den ganzen Höhenunterschieden. Also man muss da wirklich Zeit einrechnen, wenn man die Map nicht kennt. Ich muss jetzt hier natürlich komplett einmal durchlaufen bis zum Ende und da muss ich nochmal schnuppern. Das mit der Ausdauer ist auch gerade nicht so angenehm. Die regeneriert sehr, sehr langsam. Oh, was ist das denn hier? Sieht aus wie so eine Staumauer. Oh mein Gott, hier ist Wasser. Das habe ich gar nicht gerochen vorhin. Wie gut. Wir haben einfach durch Zufall Wasser gefunden. Einen riesigen See. Oh, da können wir uns jetzt erstmal voll trinken. Das ist sehr gut. Es war auch schon rot, das Trinken.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier keine Crocs drin sind. Aber das sieht auch echt cool hier aus. Oh. Natürlich ist hier ein Croc. Oh Gott. Es verfolgt mich. Es verfolgt mich immer noch. Oha. Das war jetzt aber ein Jumpscare, ey. Ja, Wahnsinn, dass hier jetzt ein Croc ist. Aus dem Nichts. Die neue Karte ist so schön. Guckt euch das mal an, ey. Diesen ganzen Bergen und dem Nebel. Wahnsinn, oder? Richtig, richtig cool. Davon ist auch wieder ein Menschengebäude. Ah, ich lieb's. Ist echt sehr, sehr schön. Aber da unten will ich nicht wieder hin. Das ist ein Croc. Aber wir brauchen halt jetzt auch erstmal wieder Food. Es ist krass, wie langsam die Ausdauer regeneriert. Das haben die, glaube ich, auch geändert. Fühlt sich ultra langsam an. Also man muss, glaube ich, echt lange warten. Ich glaube, es ist halt mittlerweile so, je länger oder je mehr man verbraucht, desto länger brauchst du zum Regenerieren. Das heißt, ich muss das eigentlich mal wieder voller machen, damit wir wieder besser am Start sind und dann immer nicht so viel verbrauchen. Halt hier auch schon wieder so cool aus. Ich gehe mal hier so ein bisschen durch die Büsche geschlichen, dass wir Highground haben und erstmal gucken können. Schreit halt schon sehr merkwürdig, so gleichmäßig und regelmäßig. Kommt ein bisschen wie AI rüber. Ich mag halt nur das Gewässer hier gerade nicht mit dem Trinken, weil ich halt weiß, dass hier ein Croc ist, was mich fressen möchte. Wir müssen gleich nochmal trinken. Ich hoffe, wir finden halt irgendwie einen Spot, der nicht vielleicht connected ist, also in das Wasser. Zumindest ein bisschen was im Magen. Wird uns wahrscheinlich keine Diät bringen oder so. Steht wahrscheinlich. Ne, steht gar nicht auf der Speisekarte, aber das macht nichts. Hab's auch was im Magen. Und dann füllen wir halt auch unseren Biss auf, also unsere Bakterien. Das heißt, wenn wir dann angreifen, können wir denen halt auch mehr Nahrung abziehen. Also am sinnvollsten wäre es ja fast, wenn ich hier einmal runtergehe und dann wieder zurück zu dem Migrationsgebiet. Ich weiß halt nicht, wie es ist mit Trinken, ob wir das hier noch schnell machen sollten. Meinte, das kriegen wir hin. Frage ist halt, wo ist das Croc? Vielleicht sehen wir es ja. Direkt neben uns irgendwo ist der. Das ist ein Stego. Das sind zwei Stegos. Drei. Okay, was? Das sind, glaube ich, aber keine AIs. Die stehen auch nicht auf meiner Speisekarte. Ich werde dem mal folgen. Jetzt sind die ja cool.
Lasst mich einfach in Ruhe, ist alles gut. Will euch gar nichts. Vielleicht kann ich die auch jetzt hier überholen. Ich sehe halt den dritten gerade nicht. Ich würde jetzt einfach mal vorbeiziehen an denen. Ich denke, das passt schon. Ja, das war ganz gut. Ich hoffe, jetzt kommt nichts von vorne, dass ich hier eingeklemmt bin zwischen Stegos und irgendwas anderem. Wir haben es auf jeden Fall aus der Höhle jetzt rausgeschafft. Dann müssen wir hier gleich nochmal besten schnuppern. Ich gehe aber erstmal hier ein bisschen an die Seite. Besten in so einem großen Busch. Dass wir mal eben was futtern können. Oh. Was denn nun? Was war das? Oh Gott. Hat sich angehört wie ein Pachi. War der in dem Felsen drin? Was hat sich so nah angehört? Versuch mich mal mit ihm anzufreunden. Jetzt haben wir den im Team. Oder kommt ein Galli? Sind das jetzt AIs? Wahrscheinlich, ne? Sind super seltsam, wie die laufen. Aber wir sind halt zu schnell. Ich verbrauche nur meine Ausdauer. Was kommt da? Da kommt schon wieder komische Tenos. Geh jetzt aber da einfach hin. Ich weiß halt nicht, ob das Spieler sind oder ob das AI ist. Keine Ahnung. Ach, der Weg ist doof. Gott, diese AI verwirrt mich komplett. Da müsst ihr mir echt Erklärungen reinschreiben, woran ich das erkenne und so. Ja, Essen, Trinken ist knapp. Ich muss wieder runter zu dem Fluss am besten. Ja, Essen ist vor uns. Ich glaube, Essen wird auch nicht das Problem werden. Ich glaube, eher Trinken. Ich kann halt die ganze Zeit nicht sprinten, weil meine Ausdauer regeneriert sich gar nicht. Ist echt krass. Und es ist halt beides sehr weit unten, beide Werte. Eieieiei. Dass das hier so ein Kampf ums Überleben wieder wird, ist krass. Ja, ist ja meistens so, wenn man Map erkundet und sich nicht auskennt. Da kriegt man sehr schnell Probleme. Das sieht schon wieder echt cool aus. Sollte nochmal schnuppern. Das Essen wäre hier oben. Das würde ich mal schnell mitnehmen, wenn ich es hinkriege. Danach direkt zum Trinken. Das sind auf jeden Fall diese kleinen Vögel. Die sind statt den Kompis hier, glaube ich. Greifen auch an. Aua. Geht auf damit. Ja, wie nervig. Wir brauchen mal trinken. Komm, renn, mein Guter.
Müssen halt jetzt unsere Ausdauer aufbrauchen, in der Hoffnung, dass hier vorne irgendwie ein Gewässer ist. Oh, das ist ja echt eine Katastrophe. Man riecht halt auch kein Wasser. Ich habe den großen See vorne auch nicht gerochen. Das heißt, ich irre hier irgendwo rumgefühlt. Und, ja, muss halt Wasser so finden. Ich habe halt auch kaum noch Ausdauer. Das ist echt eine scheiß Situation gerade. Kein Fressen, kein Trinken, keine Ausdauer. Ich müsste halt einmal alles vollladen und dann nicht so viel verbrauchen. Ich glaube, wenn man einmal die Ausdauer so doll verbraucht hat, ist es echt schwer, die wieder aufzuladen. Vor allem mit den ganzen Minuswerten, die wir gerade kriegen hier, ne? Weil ich keine Diät habe. Ja, stimmt. Es macht gar keinen Sinn. Wir haben davon die ganze Zeit gerochen. Ich glaube, das Wasser ist noch hart verbuggt. Ich habe ja den See vorne auch nicht gerochen. Wo ist das Wasser? Oh, Wasser könnte jetzt erstmals helfen. Aber danach haben wir wieder ein Hungerproblem. Wo ist das Wasser? Hier ist das Wasser direkt. Oh mein Gott, das ist gut. Das ist sehr gut. Krass, dass wir das nicht gerochen haben, ne? Das ist halt echt noch ein bisschen verbuggt. Also man kann auf jeden Fall Wasser nicht weit riechen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass hier kein Croc drin ist. Aber wir sind halt jetzt auch wieder hungrig. Kommt auch noch dazu. Es geht gar nicht nach oben gerade, das Wasser. Jetzt geht's hoch. Oh Gott. Wo kriegen wir jetzt Nahrung her? Ich könnte ihn töten. Ich meine, ich bin Kannibale. Aber das werde ich nicht tun. Nee, nee, nee. Auf gar keinen Fall. Vorher sterbe ich und verhungere ich. Da ist ein Knochen. Muss da hin. Kostet es, was es wolle. Auch wenn es wahrscheinlich ein kleiner Knochen ist, aber Hauptsache, wir kriegen erstmal kein Damage mehr. Teno. Hat zwar keine Ausdauer, wir müssen den töten. Ich glaube, wir müssen den unbedingt töten. Bitte, bitte, bitte. Oh ja, er ist stuck. Oh, das könnte unsere Rettung sein. Töte ihn. So geht er nicht down. Es gibt es nicht. Er geht einfach nicht down. Oh mein Gott. Ich muss den Knochen finden. Ich habe eigentlich gehofft, dass er weitermacht und es weiter probiert. Aber der schien verbuggt zu sein.
Komm schon, lass mich an diesen Knochen ran. Bitte, 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 bitte. An was für einer Stelle liegt denn der? Jetzt werden wir hier angegriffen wieder. Ist mir gerade egal. Wir brauchen dieses Skelett. Diese kleinen Flugviecher nerven. Nein, da war nichts drin. Das gibt es nicht. Es ist einfach wieder ein Millimeter Fitzel. Diese kleinen Flugviecher bringen mir halt auch nichts. Oh mein Gott, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das ein Überlebenskampf hier? Das ist ja echt Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt hier wieder verhungern. Aber das mit der Ausdauer ist ja komplette Katastrophe. Du kriegst sie ja nie wieder voll. Ich bin echt wirklich in einem Teufelskreis. Ich habe weder Ausdauer, noch Essen, noch Trinken. Und da vorne ist noch ein Teno. Ich muss versuchen, den zu töten, aber der wird halt wegrennen. Und ohne Ausdauer wird's halt nichts. Was soll ich machen? Er rennt halt weg. Na toll. Ja, ich bin halt echt in dem Teufelskreis. Aber wir haben einen wunderschönen Regenbogen. Und jetzt sehen wir mal den Regen ein bisschen. Ich werde halt einfach gleich sterben wahrscheinlich. Auch wie ärgerlich. Will nicht verhungern. Aber hier ist auch nichts. Och Mann, ey. Da ist halt der Teno, aber der wird einfach wegrennen. Es ist so gemein. Es ist so unfassbar gemein. Dass ich in diesem Ausdauer-Todeskampf gefangen bin. Bitte, Teno, kämpf gegen mich. Lauf doch nicht davon. Es bringt halt nichts, dem hinterher zu laufen. Und mein Mate ist auch schon halt weit weg. Aber wieder ein sehr schöner Ort hier. Ja, wenigstens werde ich an einem schönen Ort sterben. Aber ich rieche ja leider auch gar nichts. Das Einzige, was ich rieche, ist die Keule. Das war das kleine Vieh, was ich vorhin gekillt habe. Aber da könnte ich noch hingehen. Den Knochen da, ich weiß es nicht. Das könnte meine Rettung sein. Ah, das war fies. Gemein, dass der eine Teno verbuggt war. Der hätte uns das Leben gerettet, wäre der down gegangen. Ja, kann man machen, nix. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie so euer erster Eindruck von der neuen Karte ist. Ich finde die neue Map echt cool, es hat mir echt Spaß gemacht. Wir hatten zwar jetzt nicht so viele Kämpfe und sowas, aber ja, war halt die ganze Zeit irgendwie so ein Kampf mit der Ausdauer, dem Essen und dem Trinken. Aber da muss man sich halt dran gewöhnen. Ich habe wahrscheinlich auch einen schlechten Dinosaurier für den Start genommen. Einen, der halt super viel Essen und Trinken und sowas braucht. Naja, es war trotzdem cool. Falls es euch auch gefallen haben sollte, lasst gerne ein Like da. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welchen dieser Dinosaurier als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.